Willkommen zurück. Wir suchen ein Heilmittel. Und die Idee war ja... alle möglichen Heilgefrösche mal abzuklappern. Das ist aber schon wieder ein paar Tage her. Noch zwischendurch nicht aufnehmen konnte, da mir meine komplette Tastatur verreckt ist. Fand ich nicht so geil. Wir sollten nicht so viel sprinten. Ich brauche Feigefrösche. Ich weiß jetzt nicht, in welchem Abstand die hier spawnen. Weil ansonsten machen wir einfach... Schauen wir auf anderen Inseln. Da ist einer. Hier ist eine Kröte. Da ist einer. Na komm. Hey, ich bin super. Ja. Grün hatten wir schon. Ich würde ja gern einen blauen nehmen. Ansonsten reisen wir hier einfach von Insel zu Insel und gucken uns das mal an. Denn ich bin immer noch der Meinung, weil mit denen kann man nicht viel machen. Und auf der Tafel stand halt drauf, dass die Kids damit so lange gestochen werden durch irgendwelche verbrannten Hautteile. Ja. Processing. Jetzt die immun sind gegen irgendwas, glaube ich, gegen das Gift. Ich denke mal, das ist mein Ansatz zu sagen. Wir gucken danach, weil die Pflanzen an sich, wo ich sage, die kommen mit Heilung irgendwie klar. Ist er jetzt nun nicht. Okay. Gucken wir einfach mal schnell auf die anderen Inseln und gucken mal da an, ob wir da eventuell noch was finden. Mir fällt gerade noch was ein. Ich wollte ja noch ein Dings bauen. Eine Fischfalle. Wo bist du? Das Ding wollte ich bauen. Nee, nicht Schlingfalle. Hier. Das Ei wollte ich bauen. Machen wir doch gleich mal hier hin. So, wir brauchen Holzscheite. Zwei Stück. Haben wir. Dann brauchen wir na Kumpel, schmutziges Wasser schon mal nicht geil. Warum muss ich immer niesen? Alter, ich kleiner Stock, langer Stock. Seile sind jetzt auch nicht so der Hit, die hier ranzukriegen. Nehmen wir dich. Stock 10 Stück. Hey, Schildi. Kleiner Stock. Seil. Geil. Jetzt gucken wir erstmal auf anderen Inseln, ob wir da noch Giftfrösche finden. Na, nicht gefressen werden. Nimm bei dich.
Das ist eine schöne große Insel. Mal gucken, was da so rumhüpft. An meinem Glück frisst mich gleich ein Kroko. Ah, Fische sehe ich schon. Da ist ein blauer. Ah, dich nehme ich mit. Hallo, mein Freund. Lämmen Sie hier. Hau nicht ab. Ich habe was Wundervolles mit dir vor. Will ich in eine Maschine stecken, wo du durchlöchert wirst. Nehmen. So. Nehmen, nicht geil. Lebend. Gott. Oh Gott. Wo bin ich? Oh, da. Naja. Da sind wir ja. Vorbereitet. Gut. Jetzt können wir den einfach lebend reinpatschen? Wir müssen halt nur viel trinken jetzt. Blauer. Ich hoffe, meine Theorie geht auf. Schmutzig, bisschen Fieber, bisschen Gift. Weil wir jetzt ganze Zeit lebende Dinger fangen sollen. Ist denn auch schon andere Nummer? Gut, gucken wir mal. Ah, wir haben ja Zeug. Trinken, trinken. Jo. Was haben wir denn? Haben wir noch Wasser? 15. Hier holen wir noch Wasser. Dann können wir ja immer noch Zeug machen. Oh, geil. Da haben wir nur noch einen. Einer ist jetzt nicht weiter tragisch. Nochmal ein Verband. Okay. Kriegen wir einen Ascheverband drauf? Nee. Aber einen Tabakverband. Bei der Gelegenheit sollten wir uns neue Verbände organisieren. Nehmen. Gut, jetzt haben wir nur noch Fieber. Das ist jetzt nicht so der Hit. Das kriegen wir ja hin. Können wir? Nee, dich können wir nicht. Das ist so ein bisschen ein Problem in dem Spiel hier. Wir sammeln gleich erstmal noch Pilze. Den habe ich doch hier schon irgendwo gesehen. Ja, alles gut. Blaue, der Blaue. Zumindest haben wir jetzt ein lebendes Tier. Jetzt nicht mehr. Ich brauche ein bisschen Fette. Das können wir ja machen. Success, wie ich mir fast gedacht habe. Geil. Heilmittel nehmen. This can't be Mia. I found it. Answer, please. I have a cure. Come on. God damn it, speak to me. Neuer Tagebucheintrag. Jawohl, wir haben das Heilmittel. Genau, das haben wir auf dem Ende Bild gesehen. Ich würde jetzt erstmal sagen, wir rüsten uns jetzt aus. Wir rüsten uns jetzt ernsthaft aus. Ich weiß ungefähr, was ich machen muss. Wir waren ja schon mal da, das ist das Spiel aber einfach abgekackt. Bin nicht stark genug. Ich brauche irgendwie Pilze. Pilze, irgendwas, was ich da reinhauen kann. Das sind auch gut. Dann kann das nämlich bis morgen kochen.
anders bis morgen schön durchkochen. Haben wir hier noch irgendwas, was wir verwursten können? Nö, erstmal anscheinend nicht. Ah, Fieber macht Durst. Leere Dose. Ich weiß immer nicht, was ich mit einer leeren Dose soll. Trinken. Trinken. Dann füllen wir einmal nach. Ja, bleiben Sie hier. Zack. Zack. Dann hätten wir bis morgen schon mal was zu trinken. Okay, jetzt gehen wir erstmal pennen. Dann gehen wir jetzt pennen. Das war mir so klar, dass es mit den Fröschen ist. Das kannst du ja mit den Dingern nicht viel machen. Ich habe noch nichts rausgefunden, was man mit den Dingern machen kann. Ich jetzt jawohl, ich kann da neues Feuer reinmachen. Kleiner Stock. Gehen jetzt noch zwei, ne? Ich brauche erstmal benutzen. Haben wir nur noch trockenes Zeug. Wir rüsten uns dann erstmal einmal schön aus. Wenn wir ein paar Stunden für brauchen. Gut. Anzünden. Ja, eine Kokosnussschale fehlt. Da. Sauber. Jo, und erstmal Wasser. Ich habe irgendwie schon wieder. Ach, da bist du. Schlinge. Und da. Mach die Fischfalle. Woran sehe ich, dass du fertig bist? Also ein bisschen Ausrüstung sollten wir schon mitnehmen. Okay. Dann pennen wir es erstmal bis morgen. Hier ist noch ein kleiner Stopp. Sieben Uhr ist hell. Okay. Jetzt wird es dringend mit Essen. Heilmittel haben wir. Hat der Fisch angebissen. Wir sind unterwegs, mal ein Feuer machen können. Sammeln. Hey. Waschen.
Rucksack. Krötenfleisch. Glas und Pilz. Die nehmen wir auf jeden Fall mit. Nehmen. Haben wir blaue Pilze hier dran. Noch schön Energy-Pilz. Die Parasitopilz. Pilzsuppen sind gut, Knochensuppen sind gut. Dann machen wir es wirklich auf die Tour nach Hause. Wir wissen ja, wo lang. Zack. Unbekannter Pilz. Zack. Und die Parasito. Pilzsuppe, Pilzsuppe, Fleischsuppe. Lassen wir die Schildkrötenpanzer hier, weil die sind schwer. Zack. Und sie verbrauchen eine Menge Wasser. Gut. Können wir noch irgendwas reinpacken? Definitiv Fleisch. Ein Fisch. Sammeln. Gib noch ein paar Gräten. Machen wir uns eine schöne Fischsuppe. Scharf machen. Hervorragend. Haben wir vielleicht noch Pilze hier? Irgendwas. Oh. Pfeile. Stimmt, hier habe ich so einen Typen erlegt. Pfeile gut. Halten und sammeln. Machen wir eine Fleischsuppe draus. Und eine Pilzsuppe. Dann sind wir gut gerüstet und werden nach Hause. Ganz so verstanden, warum das so ist. Machen wir da rein. Große Pilzsuppe. Haben wir noch irgendwas, was wir verwursten können? Irgendwie was. Ja, wenn wir Heilung finden unterwegs, nehmen wir natürlich Heilung mit. Das ist klar. Dann gucken wir jetzt erstmal rum, bis das alles einmal so weit durch ist. Eine Liane. Ein Seil. Seile, das reicht. Für unsere Zwecke reicht das. Oh. Okay, wie viel Wasser haben wir jetzt noch? Fünf. Haben wir leer. Sauber, nehmen wir Wasser mit. Dann hätten wir schon Wasser. Gut. Oh, wir haben noch Klapperschlangenfleisch. Oh, geil. Zack. Einmal braten. Kriegen wir das rausgelüffelt? Dann hätten wir schon mal eine Mahlzeit. Ne, wir müssen das so in unseren Körper reinhauen. Trinken.
Fette fehlen, aber das ist nicht das Problem. Fette haben wir ja. Mal schnell noch eine Runde Wasser ab. Dann sind wir auch schon bereit. Ja, danke. Ich will weiter, denn ich habe das Heilmittel. Gut, Karte. Denn wir müssen Karte 3. Wir müssen nach da. Es gibt jetzt kein Zurück mehr. Funkiblatt, oh, das Beste. Zack. Herstellen. Herstellen. So, jetzt haben wir alle. Nur die besten Verbände. Es fehlt noch einmal Tabak und dann hätten wir sie alle. Aber das ist mir relativ egal. So, hier war es nicht. Wir sind 27,35. Hier sind wir. Hier lang müssen wir. Nicht hier lang. Anders. Ah, wir müssen hier lang. Ich erinnere mich so dunkel. Wasser haben wir. Was zu essen haben wir. Komm, wir nehmen noch ein bisschen die Kohlenhydratpilze mit. Zack, zack. Zack. Ups. Weil ich würde ja schon sagen, der Folge müsste man das an sich ja zu Ende bringen. Ja, ja, da bin ich. Dich längst gesehen, aber du bist langsam. Dahin. Hier waren wir ja schon mal. Und dahin. Dann müssten wir jetzt das Dorf finden. In dem Dorf müssten wir, glaube ich, hier so einen Trank brauen. Selbstfindungstrank. Und dann hätten wir das an sich ja schon geschafft. Glaube ich. Nee. Ja, ich höre sie doch schon wieder. Da runter müssen wir. Da runter. Jetzt sehen wir das Dorf. Dahin komme ich erstmal nicht. Ach nee, das Lager. Das ist jetzt das Ursprungslager, das erste. Stimmt. Was? 12 reicht. Hier könnten wir auch noch Wasser auffüllen. Gibt's Fette. Gerade gesehen. Danke. Brocken. Weiß, wir ein Feuer machen müssen. Is this what the hell happened here? Ja, ich esse nichts weiter. Mir sei jetzt nichts weiteres gefunden. Okay. Wir befinden uns gerade auf 28,34 hier. Hier waren wir vorerst. Hier müssen wir hin. Jetzt müssen wir nach da. Hier lang. Anne? Ein Platz beim Rucksack?
Was ist hier los? Nehmen wir auf jeden Fall mit. Hier sind die Echsen. Stimmt, hier waren wir ja im Dunkeln. Beziehungsweise in der Dämmerung. So, jetzt sind wir hier am Anfang. Hier waren wir am Anfang. Es war lang. Kojak, mehr Ausdauer. Müssten wir jetzt hier irgendwo hoch? Wir mussten, glaube ich, irgendwo hoch. Ja, soll nicht. Müssten da irgendwie hoch. War das? Wir sind noch zum Camp gekommen. Ach, nee, warte. Ja, hatten doch. Wir sind von da gekommen. So. 2034, wir müssten weiter nach Westen. Nach da. Ich glaube, wir müssten hier rumrennen. Hier war die Bucht. Wir müssten weiter nach Westen. Ja, von da sind wir gekommen. Jetzt bin ich... Scheiße, ich hab's vergessen. Echt vergessen. Kacke, ich hab's vergessen, wo ich hin muss. Und da bin ich gekommen. Genau, von hier sind wir gekommen. Überlegen. Müssen wir auf der Seite hoch. Wir haben mehrere Wege. Nein. Verletzen. Das ist natürlich denn Katastrophe. Wenn wir uns verletzen, ist scheiße. Ein bisschen Zeit haben wir noch. Das ist nicht das Problem. Gut. Jetzt werden wir hier nochmal lang. Mal hier nicht irgendwo hoch? Hier sind wir, glaube ich. Irgendwo hier sind wir abgeschmiert. Was ist hier? Ah, hier. Hier rüber. Ich wusste, ich muss über einen Baumstamm und dann kam ich hier irgendwo rüber. Dann sehe ich gleich das Dorf. Immer noch, ja genau, Richtung Westen. Ah, die schöne Hülle. Schöne Höhle. Ja. Sollen wir eigentlich das Dorf gleich sehen? Da ist es. That's the village. Yes. Der ist Superlitch. Den wir schon mal sammeln. Die rote Pflanze brauchen wir, glaube ich, auch noch.
irgendwo runtergehen. Irgendwo ging es doch jetzt hier runter. Da vorne ist der Baumstamm. Die Paras. Ja, wir mussten einmal rumrennen. Aber wenn wir die roten Bären noch finden, können wir sie gleich mitnehmen. Irgendwie rumrennen, das weiß ich noch. Irgendwo ging es doch hier runter. Ich erinnere mich so dunkel, ja. Ja. Aber ich Pech habe, greift mich gleich ein Puma nochmal an. So, das ist gut. Hoffen wir, dass das Spiel nicht gleich wieder abkackt. Ne? Ein Dorf. Warte mal, hier vorne stand eine Hütte, also müssen wir hier lang. Ne, 33. Oh, wir sind schon so weit. 35. Wir müssten jetzt weiter wieder nach Osten. Da ist das Dorf. Ja, es wird dunkel jetzt so. Egal, wir können trotzdem Feuer machen. Ist nicht schlimm. Du sahst ein bisschen aus wie der komische... Euer Ort entdeckt. Mia? Mia, where are you? Mia, say something. Nee, wir brauchen das Buch. Zack. Einmal Feuer machen. Benutzen. Trockenes Zeug müssten wir eingesammelt haben. Genau, das machen wir die Folge jetzt auch zu Ende. Dann hätten wir so Good Ending. Doch, die roten Bären. Rinde habe ich. Die roten Bären. Die waren hier hinter irgendwo. Jetzt zumindest sollten sich in der Gegend spawnen. Gut, jetzt so lange, bis ich die gefunden habe, ne? Da sind sie. Ja. Fuck. Kein Platz mehr im Rucksack. Oh. Gehen wir hin. Fuck. Komm nicht rum. Wie groß ist das Ding? Verbrennt das Feuer noch? Schon wieder irgendein Zeug. Da ist er. Zack. Machen wir das. Na? Genau, hau dir mal das Zeug rein. You're gonna miss them again. Mia, where are you? You'll stay here with me again. Is that
what you want. No, no, not again. Mia, ich hab das Heilmittel. Mia, ich habe das Heilmittel. Tell me what happened. You cured me. You gave me back hope. I could taste and smell again. I could eat without throwing up. Those were the best 6 months of my life. And you were by my side the whole time. Das hin. But Jake, I feel it coming back. I'm afraid of it. I lived, but felt dead. I can't go through all that again. Ja, ich habe das Heilmittel. The same grip on my throat. I can't swallow or breathe. Seconds stretch into hours, and I'm just waiting. I'm just waiting to die. Every patient of Immolocorp became a walking time bomb. Everyone was infected. Everyone. Even you. You left me here. You left me alone. To die. You wanted to save me again, but what will the price be this time, Jake? What will you sacrifice this time? What happened here? Everything we do makes the tribe suffer. Oh my God. Is that because of my book? It's easier not to remember, isn't it? Do you even remember how you got here? Of course I do. By boat. With you. We put up a tent and... Are you sure? I don't understand. How long have you been here? Mia. You know I can't remember. Just tell me. Wie lange sind wir jetzt hier? Wochen? Monate? Weeks passed. You were certain you would find the cure. Everyone lost hope. Time went by. You were all alone. How long can you survive on your own? How long can you live with the deaths of millions on your conscience? Maybe it'd be easier to just push it all away. Forget. Start again.
Wir schaffen das. Diesmal haben wir das Heilmittel dabei. Listen, did you? I don't understand. Why are you here? I told you already. I begged you to end it, but you didn't listen. You never do. Komm. Was it worth it? Did you get what you wanted? Aber das Heilmittel. Yes. I have the cure. Now I know where to find you. Then go. What are you waiting for? Wie mache ich das? Wie verabreiche ich dir das? Hier? Hier? Wie? Muss ich gehen? Das da reinhauen? AB positiv. Oder geht das nicht? Meint ihr hier über sowas hier? Hier sind ja auch Spritzen drin normalerweise. Muss ich jetzt gehen? Okay. Besuche die bemalten Felsen. Gehe zurück zur Landebahn. Wir müssen zurück zur Landebahn. Nach oben. Okay. Wie spät ist das? 12 Uhr. Können wir hier noch irgendwas mitnehmen? Irgendwas. Nee, einen Holzscheit brauchen wir nicht. Ich wäre dafür, um zu gucken, ob wir hier durchkommen. Dass wir da lang gehen. Wäre ich dafür. Wir müssen das Heilmittel abgeben. Wie sieht mein Rucksack aus? Okay, wir sind einmal voll. Ich muss zurück zur Landebahn. Ich glaube, ich muss jetzt nicht komplett außenrum wieder laufen. Mia, wir kommen dir zur Hilfe. Definitiv. Wir schaffen das. Schon ein bisschen gucken. Wasser. Ich hab noch Wasser, aber ist okay. Wenn ich. Nun? Ziehen? Tower, come in. This is Jake Higgins. I got it. I got what everybody's been looking for. Did I hear you correctly? Say again, over. Yes. Yes, you heard me right. I have the cure. A cure? Oh my god, are you certain? I'll send somebody right away. You know how hard it is to get permission these days? Christ. Is this really over? Just hurry. Say goodbye to you.
You think I'm still waiting for you? Yes. You're a fighter. You know, you could always come back to me. I really hope that this won't be necessary. Hey, Mia. Thank you. Goodbye, mi amor. Alles klar. Ich sag schon mal danke. Und vielleicht gucken wir die anderen Storys nochmal rein. Aber ich glaube schon. Das macht sehr, sehr viel Spaß. Bis denn. Ciao.